Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin mit dem Thema Selbstliebe in den letzten Tagen immer wieder ja so in Kontakt gekommen. Und da habe ich mir überlegt, was ist denn Selbstliebe alles? Was beinhaltet denn Selbstliebe alles? Und da sind mir ganz, ganz, ganz viele Dinge entgegengekommen, wie Selbstakzeptanz, Humor, also über sich selber lachen können, sich nicht selbst so ernst nehmen, das Leben wirklich als Spiel zu betrachten, mit sich selbst in Frieden zu sein, auch sich selbst die Freiheit zu geben. Also so ganz viele Dinge, womit Liebe zu tun haben, aber die ich nicht von außen bekomme. Selbstliebe hat ganz viel so für mich die Aspekte drin von mich annehmen, wie ich bin. Also auch annehmen, dass ich mich mal überfordere mit etwas oder annehmen, dass ich mich auch mit etwas unterfordere. Selbstliebe hat auch damit zu tun, absolut vorurteilsfrei zu werden. Also aufhören, mich zu verurteilen, weil ich etwas getan habe oder nicht getan habe. Oder zu meinen, das war jetzt ein großer Fehler. Vielleicht war es gar kein Fehler. Vielleicht war es einfach nur eine Erfahrung. Der andere war dein Gegenpart, damit du diese Erfahrung machen konntest. Und ich habe mir überlegt, ja, wie kann ich dir da Selbstliebe ein bisschen näher bringen? Gelernt habe ich die Selbstliebe, indem ich diese Anteile in mir, die mich immer so angetrieben habe, begonnen habe zu integrieren. Das war zum einen der Perfektionist. Zum zweiten ein großer Kontrolleur. Dann war da auch noch so ein Anteil, der immer wieder gesagt hat, also als Frau kannst du das nicht. Du musst es als Mann tun, also mit männlichen Energie tun. Das war also ein ganz spezieller Anteil. Dann waren da noch so Anteile von, ja, Kreativität ist nur was für Kinder, also jemand, der die Kreativität doch klein gemacht hat. Also lauter solche Stimmen, die nicht meine eigenen waren. Manche dieser Stimmen kamen aus dem Elternhaus, manche dieser Stimmen kamen aus der Schule. Andere dieser Stimmen kamen aus der Kirche und andere von diesen Stimmen, von diesen Überzeugungen habe ich aus alten Leben mitgebracht. Du darfst nicht vergessen, du hast viele, viele Leben schon hinter dir auf diesem Planeten oder neben dir, wenn du dies annehmen kannst, dass das Leben keine Zeitlinie hat, sondern alles gleichzeitig stattfindet. Aber es ist ja egal, ob du das annehmen kannst oder nicht. Du musst nichts annehmen, was du nicht wahrnehmen kannst und was für dich komisch wirkt oder nicht stimmt. Dann erforsche einfach. Hat auch viel mit Selbstliebe zu tun. Zu entscheiden, ist es jetzt richtig für mich oder nicht? Und dann zu deiner Entscheidung zu stehen. Also wie du siehst, Selbstliebe ist ein riesengroßes Paket. Wir können da so einzelne Punkte herausziehen, was Selbstliebe, wo die dich unterstützen kann. Die größte Unterstützung bei der Selbstliebe habe ich gefunden in Bearbeitung von Ängsten, indem ich anerkannt habe, ja, da ist eine komische Angst, die trage ich schon so, so lange mit mir herum. Und aufgehört habe, mich wegen dieser Angst zu verurteilen, die weghaben zu wollen, die umwandeln zu wollen, also mit der was tun zu wollen, sondern sie begonnen habe zu akzeptieren. Und auch, so komisch, dass das tönt, die Angst als Lehrerin zu lieben. Nicht die Angst zu lieben, so toll habe ich Angst und so, sondern wow. Wie viel Liebe ist denn da in dieser Angst drin, damit ich solch tiefe Erfahrungen machen kann
Und wie viel Liebe ist da in der Angst, die mich bewusst werden lässt, was sie mich lehren will? Wie viel Liebe zeigt mir denn die Vergangenheit auf, was lebe ich nicht? Wo habe ich denn in der Vergangenheit das Leben verneint, egal aus welchen Gründen? Und bin ich bereit, jetzt das Leben anzunehmen als das, was es ist? Ein steter Fluss und nicht eine Dramageschichte. Also für mich hat Selbstliebe auch viel damit zu tun, ja, wahrzunehmen, spiele ich noch weiterhin in diesem wunderbaren Dramatheater mit? Bin ich weiterhin Opfer, Täter, Regisseurin, Statistin oder was auch immer? Oder habe ich wirklich den Mut, damit aufzuhören? Und glaube mir, wir sind so gewohnt, diese Dramengeschichten zu haben, dass es richtig öde sein könnte, wenn wir keine Dramengeschichten mehr haben. Was ist denn noch spannendes Drama ohne Drama? Was kann ich denn noch erleben ohne Drama? Und da kommt die Selbstliebe ganz großartig ins Spiel. Es geht darum, dass du das Leben neu entdeckst, dass du die Natur mit anderen Augen beginnst zu betrachten, dass du dich beginnst mit anderen Augen zu betrachten, dass du dich beginnst mit den Augen deiner Herkunft zu betrachten, woher deine Seele kommt, dass du dich beginnst mit deiner Seele zu betrachten. Und nicht mehr mit einem verletzten Herzen. Die Selbstliebe heilt die alten Wunden im Herzen. Es bleiben Narben übrig. Es bleiben Erinnerungen an Verletzungen übrig. Es kann immer wieder mal geschehen, weil du Mensch bist und hier noch in dieser Dualität, jetzt in der jetzigen Zeit noch lebst, dass du von etwas oder jemandem noch angetupft und ja, auch verletzt werden kannst, oder dass eine Angst dir einen Moment lang Stolpersteine in den Weg stellt und das Zepter übernimmt. Aber du entscheidest. Du entscheidest. Nimmst du der Angst das Zepter wieder weg? Kannst du anerkennen, dass du zugelassen hast, dass du wieder verletzt worden bist? Dass du in dieses alte Spiel wieder hineingerutscht worden bist. Das, was ich hier sage, hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und zwar bewusst über dich selbst zu werden. Bewusst zu werden, worüber du denkst. Bewusst zu werden über deine alten Vorstellungen, die du vielleicht noch hast. Bewusst zu werden, wo übernimmst du Verantwortung, die du gar nicht mehr haben möchtest. Ich habe da kürzlich eine großartige Erfahrung gemacht. Ich habe zugestimmt, bei etwas mitzuwirken und habe ganz vergessen, dass mein Körper in den letzten Monaten sehr, sehr ausgelaugt war. Der hat gar nicht seine ursprüngliche Kraft. Mental habe ich das durchgestanden ohne Probleme. Da bin ich auch ganz stolz darauf. Aber worauf ich nicht stolz bin, dass ich nicht auf die Zeichen meines Körpers gehört habe und mir mehr Ruhepausen dazwischen gegönnt habe. Also die Verantwortung übernommen habe für meinen Körper. Was nutzt es mir jetzt da, mich zu verurteilen? Gar nichts. Wegen dem ich bleibt mein Körper trotzdem im Moment müde. Also das Einzige, was ich tun kann, dem Körper das zu geben, was er braucht. Zeit. Gelassenheit, Leichtigkeit, Freude, Dinge sein lassen. Also auch so diesen Aspekt von, ich muss das doch noch erledigen, so diese Verpflichtung, die wir oft übernommen haben, auf die Seite zu legen und zu sagen, tut mir leid, es geht im Moment nicht. Und das als Stärke zu betrachten.
und nicht als Schwäche. Ein Moment Schwachsein, der das Zugestehen, ist eine der ganz großen Formen der Selbstliebe. Schwach sein dürfen, ohne sich zu verurteilen. Und eine wunderbare Form der Selbstliebe ist Demut. Warum sage ich jetzt Demut? Demut hat nichts damit zu tun, unterwürfig zu sein, sondern Demut ist in meinen Augen gepaart mit Dankbarkeit für all das, was du erfahren hast, was du gelernt hast. Und wenn du dankbar dafür bist, dann brauchst du es auch nicht an die große Glocke zu hängen, sondern du lebst es einfach, du strahlst es aus. Aber wenn du gefragt wirst, dann kannst du sagen, wie du dazu gekommen bist. Demut ist das Gegenteil von einem krankhaften Ego, das sich zeigen will. Aber eine echte Demut, die zeigt sich in dem, was wirklich da ist. Und das können auch deine Fähigkeiten sein, die du dir erworben hast und die du weitergibst. Aber die Art und Weise, wie du sie weitergibst, mach Dankbarkeit und Demut aus. Also wie du siehst, Selbstliebe bringt dich in die Fülle. Selbstliebe öffnet Tore für neue Menschen, für neue Begegnungen. Und Selbstliebe macht dich sanft, bringt viel Toleranz in dein Leben, bringt auch viel Frieden in dein Leben, weil du dich nicht mehr verurteilst. Und du den anderen von Distanz her betrachtest und dahinter fühlen kannst. Was ist denn wirklich los? Was ist denn mit diesem weinenden Kind zum Beispiel los? Oder was ist mit diesem verletzten Mann los? Oder mit dieser wütenden Frau? Oder dieser unzufriedenen Person, die dir gerade begegnet? Anstatt das Gleiche zurückzugeben, versuche doch einfach einen liebevollen Blick, einen verständnisvollen Blick, ein Lächeln, ein Gefühl, muss gar keine Worte geben von ich verstehe dich, mir ging es auch manchmal so. Und du wirst erstaunt sein, was in deinem Leben geschieht, was auf dich zukommt. Selbstliebe ist ein so großer Schutz vor Übermut, vor Gier, vor Neid. Und ich wünsche dir, dass du diese vielen Facetten der Selbstliebe mal anschaust und die da noch darauf warten, integriert zu werden, zu integrieren. Das war mal ein Video ohne Channeling. Es hat oben geheißen, sei einfach mal du selbst mit dem, was du bist und zeige ein wenig dein Wissen oder wie du Selbstliebe immer mehr und mehr lebst. Und ich tröste dich, es gibt immer wieder Momente, wo ich in die alte Falle tappe, mich kurz verurteile, mich nicht gut finde, finde, was hast du jetzt da wieder gemacht? Und mein Patentrezept ist durchatmen, erkennen und sagen, okay, ich habe mit dir Tee getrunken oder Kaffee getrunken. Ich entlasse dich wieder, aber danke, dass du dich gezeigt hast. Vielleicht hilft dir dieses Patentrezept, um Geduld mit dir zu haben. Das ist auch ein großer, wesentlicher Teil der Selbstliebe. Geduld. Sei achtsam, liebevoll mit dir und deinem Leben und genieße es. Ich danke dir dafür.